Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Was blickst du auf den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken aber in deinem Auge betrachtest du nicht? Oder wie willst du zu deinem Bruder sagen, lass, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und da, der Balken ist in deinem Auge. Du Blender, zieh erst den Balken aus deinem Auge. Dann magst du hinblicken, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Klopfenden wird geöffnet. Oder wer unter euch ist der Mensch, der bäte ihn sein Kind um Brot, ihm gäbe einen Stein und bäte er um einen Fisch, ihm gäbe eine Schlange. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Kommt durch das enge Tor hinein, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin durchgehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Amen.